Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Mein Name ist Sirius. Das ist der dicke Bär. Und wir versuchen, den Blutfang-Säbelzahn aufzuspüren und einzufangen. Der Bär ist ein wenig rabiat dabei, wie wir gerade bemerken. Er hält nichts von Romantik wie den Rotblattblumen. Oder auch für alte Holz hat er keinen Blick über. So. Da sind die Spuren. Okay, hier liegt was zum Untersuchen. Okay. Neue Spur führt. Also welche Spur nehmen wir jetzt? Nehmen wir jetzt die rechte oder die linke? Wird zweimal angezeigt. Oh, was? Und da wird er nochmal angezeigt. Ich habe jetzt gedacht, wir hätten ihn wirklich so direkt vor der Nase. Und jetzt würde direkt da in diesem Lager irgendwie so dieser Fight losgehen. Dass man wieder noch mal eine halbe Stunde durch die Gegend laufen muss, damit hat hier überhaupt keiner gerechnet, oder? Ihr? Ich kann nicht sagen, nicht. Auch keine Hinweise mehr zu entdecken. Moment, nochmal eben einmal auf die Karte gucken. Ach jetzt, da wollte ich doch hin, Mann. Wie behämmert muss man denn sein? Und ich habe gedacht, das wäre jetzt hier oben so in die Richtung. Was soll das hier mit dem Baum? Ich finde es blöd, dass man das alles in dieser Ansicht zu spielen soll. Weil irgendwie macht mir diese Ansicht ja hier, wenn ich die jetzt hier aktiviere, irgendwie echt wenig Spaß. Und ich fände das viel schöner, wenn wir den Pferden zum Beispiel folgen könnten oder folgen müssten. Ohne die Ansicht, also dass man wirklich so ein bisschen am Boden guckt und so. Klar wäre das jetzt anstrengender, aber es hätte halt auch was. Fallen für große Bestien. Auf der Jagd nach großen Bestien findest du Punkte auf deiner Karte, an denen du Fallen auslegen kannst. Oh mein Gott, wird das wirklich so schwierig, oder was? Nähere dich diesen Punkten und nutze deine Rohstoffe, um eine Falle aufzustellen. Große Bestien, die sich in den Fallen verfangen, werden verwundet oder für kurze Zeit bewegungsunfähig. Okay. Mal eben gucken, hatte ich das beim Handwerk? Habe ich das nicht sogar auch aufgelevelt, das mit den Fallen? Ja. Vollständig verbessert. Fähigkeiten, wir haben 5 Punkte noch übrig. Endloser Sprint. Vielleicht in dem Fall dann doch mal wieder ganz gut. Pfeile herstellen. Tiermarkierung. Verringerter Fallschaden. Erhöht den Schaden, den Waffen bei Tieren anrichten. Das wäre zum Beispiel nicht schlecht. Fehlt uns aber einfach der entscheidende Punkt für. Hier, ne? Naja, oder fehlen uns noch die entscheidenden Punkte? Entschuldigung, es fehlen ja 6 Punkte insgesamt noch. Es ist wohl doch nicht so easy. Aber ich habe bisher noch gar nicht so eine Stelle gesehen, wo ich hätte eine Falle errichten können. Ja, guck mal, da kann man ganz schön sehen, die Trampelspuren, ne? Ach, ein Dachs. Mach den Dachs fertig, er tötet mich. Dachse sind gefährlich, also da lieber noch mal einmal mehr. Macht der Bär.
Der Bär läuft. Das hat mir Leute schon mal einer geschickt auf Facebook. Ne, auf Twitter. Der Bär läuft im Kreis um mich herum. Verrückter Bär, verrückter Bär, verrückter Bär. Vielleicht freut er sich so. Vielleicht, weil ich auf der Beute gestanden habe. egal. Guaru Guashla. Dantan Winja Bagwai. Mashasar Garnihubi. So, ich werde jetzt nicht mehr so viel einsammeln, sondern wir werden jetzt mal versuchen, straight in das richtige Gebiet zu gehen. Siehst du noch irgendwo Spuren, Bär? Eigentlich waren hier Spuren, oder? Und dann? Och, Bär, lauf mir doch nicht so vor die Füße rum. Wir laufen mal einfach in Richtung dieser Markierung der Orange. Oh, wieder so ein tödlicher Dachs. Na, geht, oder? Ach, das war so eine Falle jetzt hier, okay. Ich habe gerade gedacht, was ist das hier für ein Punkt, der markiert wird? Aber ich habe eine Falle gebaut. Okay. Vermutlich werde ich die ganze Zeit weglaufen. Und daher jede Menge Fallen brauchen, oder was? Okay. Okay, da unten ist ein Jäger. Oder brauchen wir die Fallen nicht? Sind wir so gut, dass wir sagen können, ey... Das packen wir auch ohne die Fallen. Oder sollen wir die vorher errichten? Ich weiß es nicht. Wo sind denn die überhaupt zu errichten? Das sieht so aus, als wenn die unter mir wären, oder? Hm. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal da zu dem Typ rüber. Und checken einfach mal aus, was der so zu sagen hat. Hören mal, wie da die Mission ist. Da ist auf jeden Fall... Ich rutsche mal hier runter. Bereite das Ganze mal noch ein ganz klein bisschen vor hier. Mit den Fallen. Vielleicht sind die Fallen auch nur hier unten in dem Gebiet. Bär, jetzt tritt du nicht auch noch in die Falle, ey. Oder dir macht das nichts. Ja, ich habe dich gesehen, Jäger. Ich komme sofort zu dir. Ich lege hier eben nur noch ein paar Fallen aus. Und wo ist noch eine? Hier ist noch eine. Uiuiuiui. Jetzt wäre die Frage, ist der Feuer gefeilt? Steht nicht dabei. Moisila Guana Dwaya. Guai Chapata. Dantan Winja, Waichagwija. Winja Krauhas, Ao, Kuspa Manam. To Dantan Guama. Udampur Dwaya. Okay, wir müssen wieder bis nachts warten, bis der Bär kommt. Habt ihr gerade selber mitgekriegt, denke ich mal. So, alles schön mitnehmen hier. Und dann legen wir uns einfach eine Runde schlafen. Ich habe gedacht, wir wären viel schneller an unserem Ziel. Ist schon wieder das halbe Video rum, ohne dass wir den gesehen haben, Mensch. Gefallen. Habe ich doch schon. Moisila Guana Dwaya. Tigri! Chakradanti! Ah, da war, habt ihr gesehen?
Soll ich dem jetzt hinterherlaufen, oder was? Ich lauf mal hier in die Falle rein. Nicht hinterhergekommen, ne? Epischer Bärfight im Dunkeln. Dank des Bären haben wir hier eine ganz gute Chance, den Typ fertig zu machen. Mann, ich hätte gerne gesehen, wie der in so eine Falle läuft. Ich nehme einmal hier mein Speedlaufen, oder? Der Bär bleibt auf jeden Fall dran. Bei diesem spannenden Fight, wo wir einfach gar nichts sehen. Es wird noch spannend werden, meine Freunde. Und zwar, wenn ich irgendwann mal wieder den Tiger eingeholt habe. Falls er irgendwann sich mal dazu entschließt, mal stehen zu bleiben. Ey, Alter, der kann doch jetzt nicht nur weglaufen. Oh Gott, Bär ist tot. Bär heilt. Hey, Tushi, Tushi, ich muss weiter, komm, Alter. Meine Güte, ey, der läuft jetzt hier mit uns das ganze Ding, oder was? Ah, da habe ich mich ja jetzt auf was Schönes eingelassen. Ich Und jetzt, ey, ich war so dermaßen überlegen und dann habe ich gedacht, das soll so ein cooler Endboss-Fight werden und dann habe ich mich da platt machen lassen. Da habe ich mich da ficken lassen, unglaublich. Ein Scheiß. Sagt man ja nicht. Aber den holen wir uns jetzt aber, oder? Unglaublich, ey. Ja, vor allem, wo ist er jetzt hin? Da oben hin. Reicht. Wow, was war denn das? Ey, im Dunkeln, ohne überhaupt irgendwas zu sehen. Ist das überhaupt ein Säbelfang? Der Bär ist tot. Ja, komm jetzt. Mann, diese blöde Ansicht darf man echt nicht anmachen. Die versaut zum einen die ganze Stimmung und zum anderen sieht man dann teilweise auch gar nichts vor lauter Knatschgelb in Schwarz, ey. Schlapp, ne? Ich komme da wirklich kaum hinterher. Ich habe vielleicht doch diesen Endlos-Sprint oder habe ich das noch gemacht? Jetzt geht er wieder in die Höhle, ne?
Gleiche Finishing-Szenario. Nur, dass er diesmal noch platter ist als vorher. Feuer wird mal eben ganz schnell ausgemacht. Das machen wir aber ganz schnell wieder an. So, mein Freund, das war's mit dir. Meets Meets, du hast eine Trophäe erhalten. Wir haben den Blutsäbelzahn gefangen, gezähmt und abgeschlossen. So ein feines Mädchen bist du, ne? Genau. Ups, ich habe Licht ausgemacht. Entschuldige. Alles gut bei dir? Du siehst ganz schön mitgenommen aus, Alter. Meine Fresse. Guck mal, der hat sich schon ordentlich was eingefangen, oder? Guck mal, leckt sich die Tasse auf, wie süß. Tja. So, jetzt haben wir eigentlich alles gesehen, was ihr jemals sehen wolltet, oder? Ständig wolltet ihr, dass ich auf dem Bär reite. Habe ich gemacht. Ständig wolltet ihr, dass ich ein Säbelzahnvieh zähme. Alter, lass mich mal da hoch. Ich habe alles gemacht, was ihr machen wolltet. So, damit ist dann quasi das Let's Play vorbei. Oder wollt ihr noch irgendwas anderes sehen? Habt ihr noch irgendwelche anderen Ideen, dass ihr sagt, Mensch, nee, ups, da hättest du hier noch ein paar Knochen mitnehmen können, da lag so viel. Hier hätte ich noch eine Falle legen können. Ja, wenn ihr noch mehr Videos zu Far Cry Primal sehen wollt, obwohl ich jetzt den Säbelzahn eingefangen und gezähmt habe, dann könnt ihr das jetzt gerne in die Videokommentare schreiben. Ich sage auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, meine lieben Gaming-Freunde. Und haut rein. Wo geht's hier raus?